Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Vereinigten Staaten sehen in Shahrisa Pahlavi nach wie vor das iranische Staatsoberhaupt. Das erklärte am Abend das Außenministerium in Washington. Der Schah sei jederzeit in den USA willkommen. Er werde als Monarch eines befreundeten Landes auf Privatbesuch betrachtet und als Staatsoberhaupt behandelt werden. Der Schah hatte am Vormittag Teheran verlassen, wie es offiziell hieß, zu einem Erholungsurlaub. Vorausgegangen waren monatelange blutige Unruhen. Erste Station der Reise ist Aswan in Oberägypten. Der oppositionelle Schiitenführer Khomeini hat von Paris aus die Bevölkerung in Iran zur Disziplin nach der Abreise des Schah aufgerufen. Vor der Presse kündigte er an, dass er sehr bald nach Teheran zurückkehren werde, um dort eine eigene Regierung zu bilden. Das Übergangskabinett von Ministerpräsident Bakhtiar nannte Khomeini erneut illegal. Unser Korrespondent in Iran, Franz Tartarotti, übermittelte uns am Abend eine Reportage über die Ereignisse vor und nach der Abreise des Schah. Kleinere Demonstrationsgruppen zogen heute Vormittag immer wieder am iranischen Parlament vorbei und beschworen in Chören die Abgeordneten, ihre Stimmen nicht für die Regierung Bakhtiars abzugeben. Er sei eine vom Schah eingesetzte Puppe, riefen sie, und deshalb dürften die Parlamentarier ihm und seiner Regierung das Vertrauen nicht aussprechen. Kurz nach 12, trotz der Demonstrationen, stimmten aber dann nur 40 Abgeordnete gegen Bakhtiar. Ayatollah Khomeini hat damit offensichtlich weniger Parlamentarier auf seine Seite ziehen können als geplant. So wird man ab Samstag zwei Regierungen hier haben. Eine von Khomeini, die sicher regieren wird, auch wenn sie vom Parlament nicht bestätigt ist. Was mit Bakhtiar und seinen Ministern geschehen wird, ist noch nicht klar. Sicher werden sie versuchen, gegen die Anhängerschaft Khomeinis noch eine Weile durchzustehen. Ministerpräsident Bakhtiar erfährt nach Verlassen des Parlaments von Journalisten, dass der Schah eine angesetzte Pressekonferenz platzen ließ. Bakhtiar zeigt sich nicht überrascht über diesen Schachzug, mit dem der Hof die Journalisten vom Flughafen während der Schah-Abreise fernhielt. Denn der Schah lud für heute 12 Uhr zur Pressekonferenz im Niavaran-Palast. Doch während die Journalisten hinfuhren, flog er mit dem Hubschrauber zum Flughafen. Aber auch Bakhtiar täuscht hier die Journalisten, indem er sagt, der Schah könne ausfliegen, wann er wolle. In Wahrheit fährt Bakhtiar gleich nach diesen Interviews zum Flughafen, um den Schah zu verabschieden. Vorher will er den Reporter noch glaubhaft machen, dass er auf die Rückkehr Ayatollah Khomeinis hofft und mit Khomeini überhaupt keine Probleme hat. Die Freude in Teheran ist groß. Sowas hat man hier noch nicht erlebt. Auf diesen Augenblick hat das Volk nunmehr seit Monaten gewartet. Der Schah ist weg. Hupend fahren die Autos durch die Straßen. Überall stehen Leute und winken und jubeln. Die Euphorie ist groß und der Jubel von heute wird sicher am Samstag doppelt und dreifach so lautstark sein. Denn dann kommt Khomeini zurück, der Führer der Schiiten, der es geschafft hat, das Volk gegen den Schah zu motivieren und vorläufig einen ersten Sieg davongetragen hat. Aber wie lange der Jubel anhalten wird, ist mehr als fraglich. Denn die Wirtschaft des Iran ist ein Chaos, das politische Leben zerrüttet. Die Zukunft sieht für das heute noch jubelnde Volk recht unbestimmt aus. Der CDU-Vorsitzende Kohl will seine Pläne für die künftige Parlamentsarbeit der Union nach Gesprächen mit der CSU Anfang Februar bekannt geben. Das erklärte er im Anschluss an die Beratungen der gemeinsamen Bundestagsfraktion im Berliner Reichstagsgebäude. Auf dieser Sitzung, so Kohl, habe die Fraktion ihre Solidarität mit der Führung bekundet. Man sei sich einig, dass die parteiinterne Personaldiskussion der jüngsten Zeit beendet sein müsse. Der britische Premierminister Callaghan will trotz des Streiks der Lokführer und Lastwagenfahrer in seiner Lohnpolitik hart bleiben. Vor dem Unterhaus in London sagte der Regierungschef, er werde den Forderungen der Gewerkschaften nicht nachgeben. Die Regierung halte an ihrer Stabilitätspolitik fest und sei nicht bereit, die Inflation zu finanzieren. Callaghan sagte ferner, Notstandsmaßnahmen seien derzeit kein Ausweg aus den Transport- und Versorgungsschwierigkeiten. Mehrere junge Männer haben am Abend ein libanesisches Verkehrsflugzeug in ihre Gewalt gebracht, das mit 73 Passagieren auf dem Weg von Beirut nach Amman war. Nach einem Irrflug über dem östlichen Mittelmeer landete die Maschine wieder in Beirut. Dort ließen die Entführer inzwischen Frauen, Kinder und ältere Leute frei. Die Luftpiraten bezeichneten sich selbst als Anhänger eines libanesischen Schiitenführers, der im August letzten Jahres während einer Reise nach Libyen verschwunden war. Sie fordern eine internationale Pressekonferenz auf dem Flughafen, um die Öffentlichkeit auf diesen mysteriösen Fall aufmerksam machen zu können.
Die amerikanische Bundeskriminalpolizei FBI hat eine erste Spur im Lufthansa-Raub von New York. Im Dezember waren in der Frachthalle der Lufthansa auf dem Kennedy-Flughafen Bargeld und Schmuck im Wert von rund 12 Millionen Mark erbeutet worden. Nach einem Bericht der New York Post hat das FBI aus der Unterwelt die Namen von 4 Tätern erfahren. Für Informationen zur Wiederbeschaffung der Beute war eine Belohnung von 1 Million Mark ausgesetzt worden. Auf einem Lufthansa-Flug von Sofia über München nach Frankfurt sind am vergangenen Freitag mehr als 5 Millionen Mark in deutschen Banknoten verschwunden. Das Geld war in 4 Säcke verpackt, kurz vor dem Abflug in der bulgarischen Hauptstadt als Fracht an die Deutsche Bank aufgegeben worden. Das Geld kam aber nicht beim Empfänger in Frankfurt an. Nach Angaben der Frankfurter Polizei gibt es noch keine konkreten Hinweise auf die Diebe. Ein halbes Jahr nach der Brandkatastrophe auf dem spanischen Campingplatz Los Alfaques hat ein Gericht Anklage gegen 6 leitende Angestellte eines staatlichen Chemiewerks und eines Transportunternehmens erhoben. Mehr als 200 Urlauber, darunter viele Deutsche, waren im Juli letzten Jahres nach der Explosion eines Flüssiggastankwagens auf dem Campingplatz ums Leben gekommen. Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, so stellte der Untersuchungsrichter in Tortosa fest, waren damals nicht beachtet worden. Die Angeklagten sollen schon vor Prozessbeginn umgerechnet 32 Millionen Mark hinterlegen. Damit soll die Entschädigung für die Opfer des Unglücks sichergestellt werden. Nun die Wetteraussichten bis Mittwochabend. Heute Nacht im Osten und Norden leichter, sonst mäßiger bis strenger Frost, örtlich auch unter minus 12 Grad. Am Tage im Osten leichter Schneefall, im Westen und Süden teils bewölkt, teils heiter. Höchsttemperaturen zwischen 0 und minus 5 Grad. Die weiteren Aussichten winterlich. Meine Damen und Herren, das Programm des ZDF ist beendet. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.